Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Es gibt die zweite Vorlesung und zwar lese ich nochmal Kapitel aus dem Buch Vollgas vom Gustl Auinger. Also das Buch habe ich geschrieben, aber der Gustl Auinger hat mir es mehr oder weniger erzählt. Ich habe es eh beim letzten Mal kurz angeschnitten. Es ist mehr oder weniger ein irrsinnig langes Interview zwischen dem Gustl Auinger und mir. Und genauso haben wir das dann auch in diesem Buch festgehalten. Und das ist jetzt ein Kapitel, das ist schon nach der Zeit, also 10, 11 Jahre nach seiner aktiven Rennfahrerzeit. Und ich finde halt, das beschreibt oder zeigt relativ gut, wie dieser Gustl Auinger drauf ist, was das für ein Mensch ist und wie schnell der war. Wahrscheinlich noch ist. Jetzt momentan, glaube ich, tut er nicht wahnsinnig viel Rennfahren, aber ich glaube, der ist immer noch eine echte Granaten. Aber steigen wir ein in diese Zeit. Gustl, das heißt aber, du bist in dieser Zeit von den Motorrädern ganz weggekommen. Ganz weggekommen bin ich nicht. Ich habe ja Tests für eine Zeitung gemacht und ich bin für Avon die Reifen ans Limit gefahren. Einmal hat mich eine RTL-Fernsehredakteurin kontaktiert, weil sie Motorradstürze filmen wollte. Im Gespräch wurde mir rasch klar, dass sie von der Materie nicht viel Ahnung hatte, weil sie meinte, dass man sich im Falle eines Sturzes abrollen müsste. Ich sagte ihr dann, dass das Abrollen bei einem Hunderter keine gute Idee sei, weil es einen durch die Rotation zerlegt wie ein Lego-Haus. Sondern dass es viel gescheiter wäre, sich großflächig auszubreiten und zu versuchen, Übersicht zu bewahren. Das wollte sie filmen. Ich nehme an, Gustl, du hast zugesagt. Habe ich. Aber nur, weil ich dachte, dass ich sie nie wiedersehen würde. Allerdings kam wenige Wochen später tatsächlich ein Anruf. Jetzt wollten sie kommen und Stürze filmen. Da ist mir dann schon die Muffen gegangen, aber ein Rückzieher kam nicht in Frage. Daraufhin kam ein Schreiben mit einer Liste von verschiedenen Stürzen. Ich stellte klar, dass ich ihnen einen einzigen Sturz hinlegen würde, aber sicher nicht mehr. Sie kamen trotzdem. Zuerst machten wir einige Einstellungen, in denen das Motorradl schlingerte und aus der Balance kam. Dann bauten sie sich in einer von mir ausgewählten Kurve am A1-Ring, es war die Niki Lauda-Kurve, auf. Ich sagte ihnen klipp und klar, dass es nur einen Versuch gibt und keine Wiederholung. Im Scheitel war ein dunkler Fleck am Asphalt. Dort wollte ich die Maschine über die Haftgrenze der Reifen umlegen. Ich erklärte ihnen den Ablauf und zeigte ihnen die Richtung, in der das Motorradl und ich wegrutschen würden. Sie richteten ihre Kameras ein und ich machte die Generalprobe. Ich kam von weit außen, fuhr also mit guten 120 km/h knapp an ihren Füßen vorbei und legte fest um. Dann drehte ich um und wollte klären, ob es so passen würde. Sie waren alle kreidebleich. Als ich so knapp an ihnen vorbeigerauscht bin, glaubten sie, die Welt geht unter. Die waren fertig. Und die Dame war sich nicht mehr sicher, ob sie den Sturz noch filmen wollte. Sie versicherte mir dann, dass sie überhaupt nicht böse wäre, wenn sie ohne Filmmaterial wieder nach Hause fahren würden und dass es wirklich nur mehr an mir liegt. Ich hätte also ganz locker aussteigen können, aber ich Volltrottel sagte, nein, nein, das machen wir jetzt schon. Unglaublich, Gustl, wirklich unglaublich. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich bin die volle Runde gefahren. So hatte ich irrsinnig viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tat. Ich schimpfte mich selber den größten Idioten, der je auf diesem Planeten war. Das ganze Leben hatte ich so viel Glück gehabt und jetzt
legte ich mich freiwillig nieder? Dabei war es alles andere als sicher, dass ich nicht irgendwo mit dem Leder oder den Stiefeln am Motorradl hängen bleiben würde. Ich wusste nicht, ob ich mich lösen konnte. Das konnte man vorher ja nicht ausprobieren. Es spielte Granada in meinem Kopf. Und ich schwöre dir, in der Gösserkurve war ich mir noch hundertprozentig sicher, dass ich die Maschine nicht wegschmeißen würde. So deppert konnte ich doch unmöglich sein. Als ich dann in die Lauda-Kurve fuhr, sah ich den dunklen Fleck und haute das Motorradl hin. Wieder ein Gustl. Ich hatte schon eine ordentliche Schräglage und drückte einfach den Lenker weiter nach unten. Dann musste ich nichts mehr machen, außer großflächig rutschen. Der Sturz war punktgenau. Für die Kameras perfekt. Ist ein guter Beitrag im Fernsehen geworden. Ich hatte die Möglichkeit, über die Unterschiede zwischen dem Fahren auf der Rennstrecke und der Straße zu sprechen und einige Fahrtechnik-Tipps unterzubringen. Bist du eigentlich selber viel auf der Straße gefahren? Seit sie 1973 das Tempolimit von 100 km/h auf den Bundesstraßen eingeführt haben, nicht mehr. Bei einem 100er abdrehen und sagen, das war sie jetzt, war mir immer unmöglich, auch nach meiner Karriere. Aber ganz losgelassen hatte ich das Motorradl nie. Nein, so um das Jahr 2000 habe ich begonnen, hin und wieder Oldtimer-Rennen zu fahren. Für meinen ersten derartigen Einsatz am Salzburgring gab mir der Willi Werner, die AR-Maki-Replikas gebaut hat, seine Matchless G50 mit Sili-Rahmen. Die hat perfekt zu meinem 125er Fahrstil gepasst. Also sehr rund, lange in Schräglage, weich mit sehr viel Schwung. Und der Klang aus dem englischen Einzylinder war großartig. Die Fahrerei machte mir vom ersten Meter an richtig Spaß. Es war zwar ein Gleichmäßigkeitsrennen, aber das war mir vollkommen egal. Ich ließ die Matchless einfach laufen. Nach dem ersten Turn kam dann ein älterer Herr zu mir, er war 82, und sagte: Herr Auinger, ich schäme mich meiner Tränen nicht, die ich vergossen habe, als ich Ihnen jetzt beim Fahren zugeschaut habe. Das war wirklich rührend. Und der Willi war auch maßlos begeistert. Jetzt wollte er unbedingt, dass ich mit einer seiner Aemaki-Replikas fahre. Also fuhren wir nach Rijeka. Beginnen wollte ich aber wieder mit der Matchless. Das war herrlich. Gemietet war die Rennstrecke vom Motorclub Dolomiti. Sie waren gut ausgerüstet. Keine historischen Geräte, sondern moderne 1000er und 600er. Mit dem Laptop am Tank in der Box, Reifenwärmer, sowieso. Das war ein Fest für mich und die Matchless. Nach wenigen Runden wusste ich, dass mich keiner mehr erwischt, sofern es mir gelingt, als Erster nach der Start-Ziel-Geraden in die Linke einzubiegen. Da sind natürlich viele stutzig geworden. Auf der Geraden sind sie an mir mit der R1 vorbeigeflogen, dass ich glaubte, mich wachelt es runter. Aber wenn ich sie in der Bremszone holte und vor ihnen einbog, hatten sie keine Chance mehr. Unglaublich, Gustl. Na, da wären einige aber fest in die Knie gegangen sein. Das haben sie nicht gepackt. Sie kamen dann der Reihe nach und begutachteten die alte Maschine mit dem Einzylinder. Das hat natürlich dem Willi gut gefallen. Und er wollte, dass ich in Belgien bei einem Klassik-Grand Prix mit seiner Aemaki antrete. War unendlich schön. Vom Flair genauso wie 1974. Das Fahrerlager in der Wiese, Strom nur mit elendslangen Verlängerungskabeln und echte Größen am Start. Phil Reed zum Beispiel. Es ging hier nicht um Gleichmäßigkeit, sondern um alles. Leben oder Tod, Weltmeister oder Verlierer.
Im Training ließ ich die Ayamaki laufen, was das Zeug hergab, aber der Phil Reed hatte das Messer bereits aufgeklappt. Mein Problem war, dass ich in der schnellen Passage bergab in der Kurve einfach nicht Vollgas fahren konnte, weil die Maschine so gewackelt hat, dass ich sie kaum mehr halten konnte. Ich versuchte dann durch eine Änderung in der Sitzposition Ruhe ins Fahrwerk zu bringen, damit ich das Vollgas einigermaßen halten konnte. Aber in der nächsten Recht ging sie hinten leicht weg. Ich dachte mir nicht viel dabei, aber als sie in der nächsten wieder relativ früh hinten wegschmierte, wurde ich etwas unrund. Als mich einer am Ausgang überholte und wild herumfuchtelte, wusste ich, dass etwas an der Maschine nicht mehr in Ordnung war. Also blieb ich stehen und schaute mir das an. Die Verkleidung unten war voller Öl, eine abvibrierte Leitung. Mein Glück war, dass die Verkleidung nach hinten einen Steg hatte, so schwappte es nur wenig Öl auf den Hinterreifen. Mir kam aber dann schon der Gedanke, was gewesen wäre, wenn in der schnellen Vollgaspassage bergab das Öl auf den Reifen geschwemmt worden wäre. Das zog mir den Nipf. Dort wünscht man sich keinen Sturz. Ich dachte an meinen Schutzengel, der im Laufe meiner Karriere eh schon irrsinnig viel leisten hat müssen, und schraubte zurück. Es war mir zu gefährlich. Für den Willi war das natürlich eine Katastrophe. Das technische Gebrechen ist ihm sehr nahe gegangen, aber bei einer originalgetreuen alten Maschine kann sowas einfach passieren. Nur, ich wollte mein Schicksal nicht herausfordern. Und das war dann das letzte Oldtimer-Rennen, Gustl. Nein, nein, ich fuhr dann noch in Schwanenstadt mit einer PSA Goldstar. Das war ein unendlich schönes Erlebnis. Die Leute dort hatten mich nicht vergessen, sie liebten mich noch immer. In Schwanenstadt bin ich immer extrem gerne angetreten. Das hat einfach zu meiner Art, Motorradl zu fahren, perfekt gepasst und die PSA ist mir super gelegen. Der Ernst, also mein Bruder, der ja mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass aus mir ein Motorradl-Rennfahrer geworden ist, und ich haben dann einen Plan ausgeheckt. Er war ja zu dieser Zeit schon sehr schwer krebskrank. Aber er hatte noch seine Triumph Trident aus den frühen 70ern mit Sealy-Fahrwerk. Sein Wunsch war, dass ich in Schwanenstadt einmal mit seiner Maschine an den Start gehe. Er wollte das sehen und hören. Und das machten wir dann auch genauso. Es war ein unendlicher Genuss. Ich bin von Runde zu Runde schneller geworden, die Zuschauer waren begeistert und der Ernstl, der von der Krebstherapie eh schon kaum mehr Haare gehabt hat, warf wie der Colin Chapman von Lotus das Kapperl auf die Strecke, als ich das Ziel passierte. Und er wollte mehr. Er wollte mit mir auf die Isle of Man zur Pre-TT. Die wird mit alten Maschinen auf einer kürzeren Runde gefahren, ungefähr 20 Kilometer. Mir wollte er eine Norton Manx fürs Rennen organisieren und er würde mit der Trident die Lap of Honors fahren. Allerdings wurde dann in diesem Jahr die TT wegen der Maul- und Klauenseuche abgesagt. Okay, das gibt's ja nicht. Und ein Jahr später war es dann schon zu spät. Diese fürchterliche Krankheit hat den Ernstl extrem mitgenommen. Er hat im darauffolgenden Jahr zwar noch gelebt, aber er war sehr, sehr schwach und wollte nicht mehr. Doch ich ließ nicht locker, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Schließlich konnte ich ihn davon überzeugen, dass wir das auf keinen Fall auslassen dürfen und wir brachen auf.
Der Ernstl hatte über die Jahre sämtliche Bücher über die Insel gelesen. Er wusste genau, wo etwas sehenswert war. Wir schauten uns alles an. Natürlich fuhren wir mit dem Auto auch die Strecke der Pretty Tea ab und mir wurde richtig bewusst, worauf ich mich da einlassen musste. Gehsteigkanten, Steinmauern und Strohballen nur dort, wo es eine Richtungsänderung gab. Und ich wusste, dass ich am Motorradl Gas geben würde. Nur spazierenfahren war undenkbar. Da ich das erste Mal am Start war, bekam ich nicht nur den Newcomer-Status, sondern auch ein Newcomer-Jacket, ein leuchtoranges Jackerl, damit jeder, der auf mich aufläuft, sofort weiß, dass da ein Frischling unterwegs ist, der den Kurs noch nicht kennt. Ich wurde zuerst vom Rennleiter im PKW ein paar Mal über die Strecke geführt. Er zeigte mir die heiklen, kritischen Stellen. Dann wurde meine Norton angeliefert. Eine wunderschöne Maschine. Eine perfekt aufgebaute Replika. Der Verleiher war mir gegenüber sehr erhaben und sagte, ich weiß, dass du zweimal den England Grand Prix gewonnen hast, aber das hier sind die Insel und eine Norton 500. Alles, was du bisher gemacht hast, ist im Vergleich dazu ein Kindergeburtstag. Na gut, dann kam das erste Training und ich bin in der Pretty Tea gleich einmal auf Pol gefahren. Auf Anhieb schnellste Zeit, Gustl. In der 500er-Klasse war keiner schneller als ich. Da war dann schlagartig alles anders. Auf einmal wurde ich akzeptiert und geachtet. Der Norton-Besitzer meldete mich mit der Manx auch gleich für die Unlimited-Klasse an, also über 500 Kubik und jede Zylinderanzahl zugelassen. Ich fuhr wieder Pol. Ich war also bei beiden Klassen Trainingsschnellster. Herrlich, mit dem orangenen Jackerl. Das war natürlich ein Riesenknaller. Im Rennen war dann eine Zweizylinder-Honda sehr lästig. Der ist immer dran geblieben und hat fest angedrückt. Ich konnte ihn so lange in Schach halten, bis gegen Ende des Rennens bei hohen Drehzahlen der Motor furchtbare Aussetzer hatte. Ich versuchte die Maschine mit etwas niedrigeren Drehzahlen über die Runden zu retten und wurde letztendlich Zweiter. Es war verdammt knapp. Auf der Zielgeraden hätte ich die volle Drehzahl gebraucht, dann wäre es sich noch ausgegangen, aber es war halt nicht. Doch die schnellste Runde gehörte mir. Und alle waren sehr glücklich. Der Ernstl sowieso und die Insel-Indianer auch. Leider hatten wir zu wenig Zeit, bis zum Start der Unlimited-Klasse den Fehler im Motor zu finden. Und doch startete ich in der Hoffnung, dass das Problem sich vielleicht in Luft aufgelöst hätte. Aber dem war nicht so. Also stellte ich die Norton gleich in der ersten Runde wieder ab. Nach Öffnen des Motors war alles klar. Eine der beiden Ventilfedern beim Auslassventil war gebrochen. Dann ist der Ernstl tatsächlich seine Lap of Honors gefahren. Leider ist ihm die Kette gerissen. Er konnte also nicht bis ins Ziel kommen. Aber das spielte keine große Rolle. Denn das unglaublich Tolle an den Tagen auf der Insel war, dass es dem Ernstl wieder richtig gut ging. Er ist dort von Stunde zu Stunde mehr aufgeblüht, sodass wir beide das Gefühl hatten, dass er jetzt endlich wieder gesund wäre. Wir beide waren überzeugt davon. Er atmete wie ein Junger, er bewegte sich wie ein Junger, er strahlte wie ein Junger, er war nicht mehr krank. Er ist schlagartig genesen. Es war eine wunderbare Woche. Na ja, Gustl, hielt das Wunder der Isle of Man? Leider nicht. So einfach
gewinnst gegen diesen verdammten Krebs nicht. Als wir zu Hause waren, verschlechterte sich Ernstls Zustand wieder und 3, 4 Monate später ist er dann gestorben. Im November 2003. Er war 52. Ich bin wirklich froh, dass wir die Trident in Schwanenstadt und die TT auf der Isle of Man noch gemeinsam erlebt haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, man kann das Buch natürlich selbstverständlich auch kaufen. Einfach eine Mail schicken an zonko63@gmx.at und die Adresse dazu schreiben. Der Postler bringt dann dieses edle Werk und ja, kosten tut es dann inklusive Versand 23 Euro. Und bei allen, die nach der ersten Vorlesung das bestellt haben, das waren gar nicht so wenig, möchte ich mich ganz, ganz aufrichtig bedanken, auch im Namen des Gustls, der sich natürlich auch irrsinnig darüber freut. Herzlichen Dank, Baba, Wiederschauen.